Kann ich? Ja. Mhm. Okay. Ja, spannendes Thema. Habe ich viel zu sagen darüber oder kann ich aus dem Nähkästchen plaudern sozusagen? Und gebe ich gerne auch meine Erfahrungen weiter, weil ich das hautnah erfahren durfte. Sozusagen bin vom Leben geschult worden. Oder habe es entschieden, wie auch immer. Auch eine gute Frage. Also es gab eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, 10, 15 Jahre, da konnte ich nicht mehr, also war ich nicht mehr Herr meiner selbst. Also ich hatte ständig das Gefühl, ich falle in Ohnmacht. Ich konnte nicht mehr Auto fahren, ich konnte nicht mehr spazieren gehen. Das ist eine andere Entscheidung. Also das kam urplötzlich, es kam einfach über mich. Es war furchtbar. Ich habe immer das Gefühl, ich falle in Ohnmacht, bin aber nicht gefallen. Ich bin zu allen möglichen Ärzten geschleppt worden und hier und da und zu Untersuchungen. Und natürlich hat keiner was gefunden, durchgescheckt und Kernspinnen und so. Nichts gefunden. Das gibt's doch nicht. Also es war richtig, ich habe richtig fühlen können, wie sich das anfühlt, diese Ohnmacht. Wenn ich wenigstens in Ohnmacht gefallen wäre. Doch einmal bin ich in Ohnmacht gefallen, aber einfach aus der Angst, ich habe mich verletzt beim Tanzen, nicht mehr tanzen zu können. Dieser allein der Gedanke, ich kann nicht mehr tanzen, bin ich in Ohnmacht gefallen. Aber ich weiß nicht, das zog sich über ein paar Monate, das war echt ein Gefühl, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich war nicht mehr, wie als wenn jemand über mich irgendwie bestimmt oder ich habe mich nicht mehr im Griff gehabt und es ist urplötzlich über mich gekommen. Und so habe ich dann irgendwann gedacht, okay, wenn kein Arzt so nichts findet, dann das muss ja irgendeinen Grund haben. Und viele, viele Jahre später ist mir das dann erst bewusst geworden, auch durch die Arbeit, durch diese intuitive Arbeit. Es war dann irgendwann wieder gut. Irgendwann war das wieder weg. Und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, also ich bin ein sehr, sehr gefühlsmäßiger Mensch. Also ich fühle alles sehr, sehr intensiv, sehr stark. Und habe auch eine ziemlich intensive erste Beziehung hinter mir, auch meine Tochter daraus entstanden ist. Und das war so intensiv für mich, dass ich irgendwie entschieden habe, boah, das ist mir zu intensiv, oh, ich brauche irgendwie was Leichteres oder was. Und habe dann viele Jahre, 15 Jahre, so ein Leben gelebt, so ein bisschen oberflächlicher, auch mit einem Lebenspartner, was auch okay war, es war eine Entscheidung, einfach so ein bisschen, ach, ist alles okay, das Leben ist okay, ist alles okay, immer so, ja, ja, alles okay, wie geht's dir denn, ja, gut, gut, ja, ja, alles okay, aber es war nie so bloß um diese tiefen Gefühle nicht mehr zu fühlen. Ich habe das total, mir war das überhaupt nicht bewusst. Und dann ist mir bewusst geworden durch diese intuitive Arbeit, dass ich einfach voll war mit diesen Emotionen, dass ich die so lange unterdrückt habe und so hinuntergeschluckt habe, dass mein System irgendwie voll war, dass es ohnmächtig war, dass ich nicht mehr Herr meiner selbst war, dass die Gefühle und die Emotionen Macht über mich hatten und nicht mehr Macht. Also ich habe die Macht vollkommen abgegeben. Das heißt, die Emotionen, Gefühle hatten Macht über mich. Sozusagen, ich habe mich identifiziert damit und ich war ja einfach ohne Macht. Und das hat sich körperlich ausgedrückt. Also so kann ich das für mich erklären. Und ich habe das, also, das wünsche ich niemandem. Das war echt nicht schön. Aber es hat mir
irgendwie gezeigt im Nachhinein, wow, es geht auch anders. Und indem ich andere Menschen, das war dann der Weg, bin ich sehr, sehr dankbar durch den Impuls von Jeet, indem ich dann andere Menschen, weil ich das eben so stark wahrnehme, diese Gefühle, andere Menschen geholfen habe, ihre Gefühle, ihre Emotionen bewusst zu machen, indem ich die getanzt habe oder angesprochen habe. Also ich mache richtig starke Emotionstänze. Habe ich damit anderen einen Dienst getan und mir selber am meisten. Das heißt, indem ich bei den anderen die Emotionen, Gefühle angesprochen habe, habe ich mich auch wieder fühlen können. Also es war total spannend. Also im Geben sozusagen habe ich mich wieder geheilt, sozusagen, wenn man so heilen nennen konnte, konnte ich mich wieder immer mehr und mehr und mehr fühlen. Konnte ich wieder fühlen, dass ich auch diese Traurigkeit habe, dass ich auch diese Wut in mir habe und dass ich auch diesen Trotz in mir habe. Und es hat sich gut angefühlt. Ist egal, welches Gefühl da war, es war für mich in dem Moment nicht negativ, es war einfach nur, wow, ich bin wieder lebendig. Und es gibt nichts, also für mich, weil ich das so hautnah erfahren habe, nichts Schlimmeres oder nichts, so ohnmächtig zu sein und sich nicht zu fühlen. So, das fühlt sich so leblos an, so, oh. Und für mich ist es ein totales Herzensanliegen, Menschen wieder ins Fühlen zu bringen. Und egal was, also dankbar zu sein, wenn wir so intensiv fühlen dürfen. Und es gibt auch viele, viele hochsensible Menschen, die, oh, so wie es mir halt dann auch ging, denen es einfach manchmal echt zu viel ist. Aber ich sage diesen Menschen, seid total dankbar, seid dankbar, dass ihr euch so fühlen dürft. Und verabscheut es nicht. Das alles hat Polaritäten. Wenn das eine Gefühl da ist, ist hinter diesem Gefühl, was sich momentan vielleicht nicht so gut angefühlt, auch das andere Extrem. Es ist da. Und ja, seid dankbar, dass ihr euch fühlen dürft. So kann ich das nur für mich sagen. Es gibt so unheimlich viele Menschen, die das verlernt haben, sich zu fühlen. Und daraus ist dann, obwohl ich ungern vorlese, aber das war so wirklich in so einem Moment, wo ich ganz, ganz tief, also ich musste aufstehen nachts und hatte diesen Text. Und der ist für mich total wertvoll. Macht und Ohnmacht ist vor vielen, vielen Jahren entstanden, als mir das so bewusst geworden ist. Und deswegen möchte ich den doch gern vorlesen zur Macht und Ohnmacht. Also Ohnmacht bedeutet, ohne Macht zu sein. Bei der Ohnmacht entzieht man sich jeglicher Verantwortung. Man gibt in dem Moment seine volle Kraft und seine ganzen Gefühle ab, sodass man sich überhaupt nicht mehr spürt. Manchmal spürt man nur noch Angst, doch meistens bleibt uns eine Gleichgültigkeit. Eine Gleichgültigkeit sich selbst gegenüber und auch allen anderen. Man fühlt sich dann nur noch missverstanden in dieser Ohnmacht. Es ist einfach die Entscheidung, den Körper zu verlassen, um den Schmerz, physisch oder seelisch, nicht mehr zu spüren. Menschen, die ein Thema mit Ohnmacht haben, haben ein großes Ungleichgewicht zwischen herrschender Macht, auch in bestimmten Situationen, wo es überhaupt keiner Macht bedarf, und Ohnmacht. Es entsteht meistens ein häufiges Wechselspiel. Es geht um die Kontrolle. Über alles die Macht zu haben, bedeutet für sie, die volle Kontrolle über alles zu haben. Durch dieses Spiel, was aus dem Kopf kommt, entgleiten viele Situationen.
zum Beispiel in der Arbeitswelt, man wird dann nicht für voll genommen. In Beziehungen gibt man sich ständig in Konkurrenzkampf. Im Liebesspiel entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Es kann keine Hingabe stattfinden, da man entweder nur aktiv oder passiv sein kann. Es gibt kein Dazwischen. Es findet keine richtige Kommunikation mit dem Körper statt. Es wird zum Kampf und fordert immense Anstrengung, um Befriedigung zu erlangen. Viele meinen, Macht bedeutet Durchsetzungskraft und Härte. Wahrhaftige Macht entsteht aber aus der Hingabe und aus der Stille. Ist zum Beispiel deine Kompetenz die Zartheit und Sanftheit, erreichst du mit Strenge und Härte genau das Gegenteil. Du gibst deine Macht ab und wunderst dich, warum du nicht mehr für voll genommen wirst. Authentische Macht macht Lust auf Leichtigkeit und volle Hingabe. Hingabe bedeutet nicht, sich aufzugeben. Hingabe ohne Angst, die Kontrolle zu verlieren, fängt im Herzen an und fühlt sich weich und geschmeidig an. Es nennt sich Liebe. Liebe ist die stärkste Kraft und hat die Macht über alles. Ohne Liebe keine Macht und ohne Macht und Ohnmacht kennt keine Liebe. Lerne deine authentische Macht kennen und du wirst Wunder und Wunder erleben. Deine wahre Macht erlangst du zum Beispiel durch Mitgefühl oder durch die Akzeptanz deines Nichtwissens. Macht kommt nicht aus dem Intellekt, wenn man viel weiß, eine große Allgemeinbildung hat, einen hohen IQ hat, sondern aus seiner individuellen Intelligenz. Es ist die intuitive Intelligenz, die entsteht aus dem Nichtwissen und aus der Stille, aus der Unschuld und aus der völligen Hingabe. Lerne deine Macht kennen und spüre Resonanz. Macht bedeutet die volle Akzeptanz deines wahrhaftigen Kerns, die Ausrichtung und Anwendung deiner angeborenen Kompetenzen, wozu du auf diese Welt gekommen bist. Also lade ich jetzt alle ein, zu spüren, das, was wirklich dein totaler Wesenskern ist. Und das ist bei jedem total unterschiedlich. Und dem die volle Macht zu geben, so wie ich es in dem Beispiel zum Beispiel, ist es deine Sanftheit oder deine Zartheit? Oder ist es dein tiefes Mitgefühl, was deine Stärke ist? Oder ist es auch dein Hinhören? Oder ist es dein Mut? Oder deine Lebenslust? Oder was auch immer, spürt einfach für euch. Oder hinterfragt, was ist wirklich meine tatsächliche Macht? Was macht mein Wesen, mein Wesenskern aus? Wenn ich mir das ganz bewusst mache und immer wieder hinterfrage, immer wieder fühle und vertiefe und ihm volle Macht gebe, ja, dann lebe ich ein Leben eher voller Lebendigkeit, voller Dankbarkeit, voller,
ja, wo Wunder über Wunder geschehen, wo Sachen geschehen, wo du denkst, wow. Und wenn oft in meinem Leben was schief geht, dann zu hinterfragen, vielleicht gebe ich Sachen in meinem Leben Macht, die vielleicht gar nicht mir gehören, die ich irgendwie angelernt habe mir oder gelesen habe oder weil es halt so ist oder was auch immer, weil ich meine, das sollte so sein oder das zu hinterfragen. Ob das wirklich meins ist. Ja, und ich wünsche wirklich von ganzem Herzen, ja, dass alle Wesen, alle Menschen ihren wahren Lebens-, also Wesenskern erfahren, erspüren, wirklich mit jeder Zelle, mit jedem. Und dem immer mehr Macht geben, immer mehr. Das sind Schritte. Das geht manchmal nicht von heute auf morgen. Das sind kleine Schritte. Immer ein bisschen experimentieren, das auch als Spiel sehen. Und zu spüren, wie fühlt sich das für mich an? Und was geschieht? Und was geschieht im Außen? Was geschieht für Reaktionen? Und das einfach zu beobachten. Dazu lade ich jeden ein. Und ich bin sehr dankbar, dass ich durch diese Schulung, durch diese Lebensschulung durchgegangen bin. Das war, denke ich, auch meine Bestellung, um das so zu erfahren, um das den Menschen dann wieder auch weiter zu vermitteln oder ja, sie wieder voll ins Fühlen zu bringen. Gibt nichts Schöneres. Sich zu fühlen. Sich zu fühlen und auch den anderen zu fühlen. Das schafft Verbindung und das schafft Nähe und ja. Dankeschön. Danke. Macht mich selber ganz still und andächtig. Ist gut, das ab und zu mal. Es ist spannend, ich habe den Text, ich glaube, ich weiß nicht, 6, 7 Jahre nicht gelesen. Ist gut, mich da auch wieder selber dran zu erinnern. Bin ich. Das heißt nicht, dass ich schon raus bin, aber ich bin mittendrin und bin dankbar dafür. Danke euch auch. Ist fertig, ne? Hast du gefragt? Ist rund, ne? Das Thema da. Könnte ich. Also, das ist für mich auch sehr präsent und. Aber es ist gut so, reicht. Du kannst auch gerne hier, wenn du was sagen willst. Es ist auch ein sehr schwieriges Thema für mich auch. Da ist es schon. Ja, ist der Beginn. Gerne mehr. Also wie gesagt, wir haben darüber auch ganzes Wochenende und es war total spannend. Ja. Dankeschön. Vielen Dank, du hübsche Sabine. Vielen Dank, der Weg ist verständlich und bestimmt nun leichter. Ja. Fühle ich. Ja, ist es auch. Ja. Und trotzdem gibt es Momente, wo ich
immer wieder so kurz rein switche, aber es wird mir immer bewusster. Es ist nicht mehr dieses Ohnmachtsgefühl, das habe ich seitdem nicht mehr gehabt. Aber ich kann es genau fühlen, wenn ich so ja, wenn ich die Macht abgebe von mir, wenn ich gewisse Sachen vielleicht nicht fühlen will oder nicht wahrhaben will oder so, dann das ist mir dann sehr bewusst. Und manchmal ist es auch drin schön oder mal drin zu baden, bewusst. Ist auch eine Entscheidung. Okay, das war ein Zeichen, dass fertig ist. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Und dir. Morgen gehen wir mit einem neuen Livestream auf Sendung. Das ist schon angekommen. Danke. Bis.